Lala laber doch, das Stotter-Podcast-Experiment von und mit Tobias. Servus und habe die Ehre zur 5. Ausgabe meines kleinen Podcast-Experimentes. Ich möchte heute einmal euch was über mein kleines Community-Software-Entwicklungsprojekt Road to Surface Duo sagen. Wer mich ein bisschen auf Dr. Windows liest, der ist mit dem vielleicht schon ein bisschen vertraut. Für alle anderen werde ich es mal ganz kurz anreißen, was es geht. Vor ein paar Monaten hat Microsoft in einem kleineren Rahmen seine neuen Dual-Screen-Geräte präsentiert. Das war einmal das Surface Neo, was so eine Art Laptop-Convertible ist, was man falten kann, wie ein Buch quasi, was mit einer neuen Version für Windows 10 laufen wird. Ich glaube, sie haben es Windows X getauft. Andererseits wurde auf diesem Event aber auch das Surface Duo vorgeführt, welches das erste Android-Telefon von Microsoft ist. Dieses lässt sich ebenfalls wie ein Notizbuch falten und ja, ich finde das Gerät wirklich spannend. Beide Geräte sind für 2020 angekündigt, wohl eher Ende von 2020, und sind für mich relativ interessant und spannend, weil es mal was anderes ist als das Einerlei, was wir gerade in der Smartphone- und Tablet-Welt als auch in der Laptop-Welt haben. Ich muss ein bisschen sagen, ich vermisse ein bisschen Windows Mobile. Ich habe es immer Android halt vorgezogen. Ich fand es von der Bedienung her relativ neu und gut gelöst. Ich fand es toll, dass man auch ohne große Designerfahrung nur durch die Verwendung von Stock-Elementen ein schönes UI-Konzept auf die Beine stellen konnte. Ja, ich war relativ davon überzeugt und ich habe es auch immer Android vorgezogen. Nichtsdestotrotz, ich bleibe ein iOS-Guy, also das wird sich nicht ändern. So, allerdings, so ist es halt nun mal, Android hat die Schlacht gewonnen und Microsoft bedient sich hier in Googles Baukasten. Was nicht schlecht sein muss, ich hoffe einfach mal, sie machen es richtig. Aber für mich als Nerd und auch als Software-Engineer ist natürlich auch recht spannend, wie mir denn dann die ganzen neuen Features, wie dieses Dual-Screen-Sache und wer weiß, was es denn sonst noch mitbringt, eigentlich utilisieren, also nutzen kann, um den User eine spannende App-Experience zu bieten. Das Ganze habe ich als Ansporn genommen, mich mal wieder mit Xamarin Forms auseinanderzusetzen. Xamarin Forms ist die plattformunabhängige Entwicklungsökosystem von Microsoft, wo man quasi mit einem Codestand iOS, Android und eventuell auch UWP-Apps entwickeln kann. Ich bin zwar schon seit sehr, sehr langer Zeit hauptberuflich Entwickler, aber wie gesagt in diesem Ökosystem wirklich neu. Und so fand ich es eigentlich als eine schöne Idee, meine Reise im Lernen von Xamarin Forms mit anderen Menschen zu teilen und dabei auch den Spaß an der Entwicklung aufzuzeigen. Aus diesem Grund habe ich eben mein Projekt Road to Surface Duo oder in kurz in Neumodus mit Hashtag, nämlich Hashtag RTSD ins Leben gerufen. Das findet ihr auf GitHub, als auch wie gesagt auf Dr. Windows sind zu diesem Projekt etliche Artikel bereits erschienen und es werden hoffentlich noch mehr erscheinen. Da ich wie gesagt in dieser Sache noch recht neu bin und ich mache sicherlich den einen anderen Anfängerfehler, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn der eine oder andere, welcher schon länger mit dieser Thematik zu tun hat, einmal in meinem GitHub-Profil vorbeischaut und bei Lust und Laune entweder über die Issues geht, welche dort hinterlegt sind, oder sich einfach mal den Source Code anschaut und mir gerne den einen anderen Pull-Request oder einfach nur eine Nachricht schickt. Hey, Dude, das kann man schöner, einfacherer und speicherschonender lösen. Mal schauen, wie es wird. Ich finde meine Reise sehr spannend und ich finde es voll schön, dass Martin Geuss von Dr. Windows mich über diese Sache auch berichten lässt. Ich wünsche euch, wie immer, einen schönen Abend. Habe die Ehre. Servus und Baba.